Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Oh, Herrera ist weg. Hatte der irgendeinen Scorerpunkt erzeugt? Ja, eine Vorlage mal in 7 Spielen, okay. Wieder ein Leihspieler weg. Was nehmen wir denn jetzt? De Gea muss, wie gesagt, von Anfang an eingewechselt werden immer. Innenverteidiger eigentlich auch, weil die ziemlich stark sind. Wobei, gerade Silva, den kann man eigentlich auch dann zur Halbzeit, hat halt keinen Schuss, aber Dribbling und Pass ist okay. Den könnte man sogar als Sechser spielen. Fällt mir gerade so auf. Özil geht eigentlich nur, um ZOM zu wechseln, weil ich da Bock drauf habe. Aber das ist halt nochmal eine offensive, andere Werte, offensive Möglichkeit, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach Iniesta, oder? Ja. So, Volland, du hast schön gespielt. In deinen ersten Einsätzen wieder. Ah, irgendwie gibt es viele, die irgendwas von Frankreich haben. Französische Nationalmannschaft. Trikot. Wappen. Oh. Nee, das ist nicht die erste. Wir haben schon mal gegen eine Legende gespielt. Hier haben wir wieder eine Legende oder Icon, wie sie jetzt genannt werden. Das ist ein sehr teures Team. Sehr gutes Team. Aber ich muss echt sagen, was so die Teamstärke, die gegnerischen Teams angeht, total moderat. Ganz am Anfang, erste Weekend League, da dachte ich halt, es würde zu Vogel, weil da geht ja direkt total verrückt los. Aber jetzt sind die Teams immer eher schwach. Also ich habe fast immer das beste Team. Jetzt haben wir mal das schwächere Team. Aber ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Ich hätte eher umgekehrt gedacht, dass ich häufiger schon gegen krasse Teamspiel. Schön geblockt mit Toprak. Den Icon kenne ich auch gar nicht. Wie gesagt, die meisten Legenden kenne ich eh nicht. Schön von Fährmann, aber war auch nicht schwer. Blöd hängen geblieben. Ich glaube, das wird ein beschissenes Spiel. Lacazette, Mbappé. Ist irgendwie, ich habe kein gutes Gefühl. Der eine Spieler war noch komplett blank. Wo macht denn der hin? Das war, glaube ich, der Tor, der Volland, oder? Auf den er hier gespielt hat. Schade. Sehr gut von Kimmich. Schöne Flanke. Gegner spielt bisher richtig krass. Habe auch einfach das Gefühl, das hat viel mit seinen Spielern zu tun. So, bisher können wir froh sein, dass es hier noch keinen Tor gab. Da hat sich einer verletzt und Titty. Titty. Spielt halt auch ultra schnell.
verdient, was soll ich sagen. Aber es ist nur ein 1-0, wie gesagt, ab 3-0 breche ich ab. Also, zumindest in der ersten Hälfte. Aber es ist bisher leider verdient. Rui Costa, noch nie gehört. Hätte einfach durchziehen sollen, ich Idiot. Habe ich noch Kramaric gespielt. Aber jetzt kommen wir mal zu Abschlüssen und guten Chancen. Schade. Ja, das sah ja eigentlich ganz gut aus. Das war auch ein schöner Schuss. Dumme Idee, hätte leider durchziehen sollen. Krasser Pass. Ja, jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Weiß nicht, was sich jetzt geändert hat, aber. Gegner kackt ein bisschen ab. Und wir machen den Ausgleich. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, nicht unverdient. Nach dem 1-0 vom Gegner haben wir gute Chancen gehabt, haben gut gespielt. Wir machen jetzt zwar mit einem Lackertor das 1-1, aber es ist wirklich nicht, wirklich, also krass, hätte ich nicht gedacht, dass sich das Spiel nochmal so ändert. Das heißt nicht, dass es jetzt so bleibt, aber es ist nicht unverdient, dass es hier unentschieden steht. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht sogar noch den Führungstreffer schießen und dann am Ende verdient gewinnen. Oh, krass, dass er den nicht macht, ey. Mit Lacazette. Schönes Tuch in Volland. Mein Plan ist dann, Iniesta vor allem ins Spiel einzusetzen, wo ich halt noch Tore brauche. Mir habe ich gedacht, ich kann einfach vorbeirennen. Weil er natürlich defensiv schwach ist. Wenn ich also führe, werde ich natürlich auf gar keinen Fall einsetzen. Hier ist niemand. Der Pass war so ultra dumm von mir. Danke.
Oh, einfach flach durchspielen, ich Trottel, ey. Ich spiel ne hoch. Scheiße. Einfach flach und das Ding wäre durch. Oh ja, sorry, das ist ein Elfmeter. Ja, das habe ich gemeint. Das Lichtstein auch mal so eine Pässe abfängt. Das hat er nicht gemacht. Kimmich macht es natürlich. Kimmich ist auch meiner Meinung nach der bessere Außenverteidiger. Ist auch die Second in Form, aber egal. Schade. Doppelt schade. Oh, mir krabbelt mega krass die Nase, ey. Ich kann ja nicht Pause drücken. Obwohl ich im Ball sitze. Ja, das war jetzt. Mir krabbelt immer noch das komplette Gesicht, verdammt! Irgendwelche Haare hängen mir gerade im Gesicht. Ich muss mal Pause drücken. Hoffentlich ich will jetzt nicht Pause beim nächsten Gegentor. Es ist nämlich deutlich zu spät. Oh, scheiße, scheiße. Was ist denn los, Alter? Jetzt geht's. Ich habe mir einfach mal durchs Gesicht gewischt. Es ist immer, krabbelt immer noch, aber nicht mehr so schlimm. Schade. Oh, schade, schade, schade. Wie kann man denn nun jetzt eigentlich die Pause revidieren? Was ist, wie geht denn das? Ich brauche die Pause nicht mehr. Machen wir Glück. Foul. Och, das wird natürlich nicht gepfiffen. Zuber ist trotzdem schneller, sehr geil. Ja, also mittlerweile, ganz ehrlich, müssten wir führen. Das wäre verdient. Seitdem wir machen so eine Scheiße. Das war schlecht verteidigt von mir. Ich habe mit Toprak schlecht verteidigt. Fuck, Mann. Ich habe mit Toprak schlecht verteidigt. Das war leider mein Fehler, dieses Gegentor. Oh, Idiot. Trotzdem natürlich jetzt nicht die verdiente Führung für den Gegner, aber... Komplett mein Ding.
Toprak im Sturm. Halt's Maul. Also auf Außen, nicht im Sturm, sorry. Ja, ich muss mir die Niederlage selber ankreiden. Dieses beschissene 2-1 habe ich selbst verursacht. Scheiße, mit Toprak verteidigt. Egal, nächstes Spiel. Noch 10 Spiele, 8-6 Siege. Wir brauchen noch 5 verfickte Siege, ey. Oh, Mann. So bitter. Könnten jetzt schon fast fertig sein. Fuck. Was bringt nichts? Ich meine, ich kann ja die ganze Zeit abbrechen. Ich muss ja nicht weiterspielen, wenn ich nicht will. Und es wird so kommen, wir werden jedes Spiel spielen. Ich werde jetzt nicht 5 Spiele in Folge gewinnen. Wer weiß, ob ich überhaupt aus 10 Spielen noch 5 gewinne. Okay, wieder eher ein schwächeres Team. Puh, come on. Streng dich an. Auch wieder meine Aufstellung. Ich glaube, dass ich gegen Teams, die mit meiner Formation spielen, nicht so zurechtkommen. Also irgendwie hebt sich das dann auf oder ich komme einfach damit dann nicht so gut klar wie der Gegner, weil mein Spielstil wohl nicht zu diesen beiden Formationen passt und die Spielstile, die Gegner spielen, Pace, Dribbeln, da scheint es kein Problem zu sein. Zumindest war mein Gefühl bisher so. Dribbeln meins aus. Schön mit der Rossi mitgelaufen. Schade. Anstrengendes Spiel bisher. Billige Ecke vom Gegner. Schade. Ganz lang auf Brozovic, meine Fresse. Der Rossi schön, oder
Im Endeffekt haben wir es gemacht mit Rossi. Ja, jetzt sagen wir aber nicht, wie es aussieht. Oh, was für eine Drecksflanke. Ihr merkt, ich rede kaum. Es ist wirklich ultra anstrengendes Spiel, so wie das hier hoch und runter geht. Steht halt auch nicht so schlecht in der Verteidigung. Deswegen ist es recht schwer, da ein anständiges Spiel aufzuziehen. Oh, Mist, Mist, Mist. Aber er hätte eh abgepfiffen, auch wenn ich den Ball bekommen hätte. Gegner hat immer null mal geschossen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir stehen in der Abwehr sehr solide, aber es wird wahrscheinlich nicht so bleiben mit null Schüssen. Muss vielleicht direkter schießen, aber es ist halt auch einfach keine super geile Abschlusssituation. Das war eine ganz gute Abschlusssituation. Rossi. Der Kleinste kommt zum Kopfball. Ob es der Kleinste ist, weiß ich nicht, aber El-Sharawi ist nicht groß. Oh, warum ist denn da keiner von mir?
Oh, wir hatten doch den Ball. Wir hatten schon wieder den Ball. Okay, diesmal hatten wir aber wirklich den Ball. Ist zwar ein Lackertor, aber man muss halt auch sagen, ich habe mir zumindest dieses Lack erzwungen, weil ich habe wenigstens geschafft, aufs Tor zu schießen, den Gegner nicht. Come on, baby, let it rain. One time, please. Aber 1-0 ist halt, egal wie oft der Gegner geschossen hat, bisher 0 Mal, ist halt scheißegal. 1-0 ist 1-0, ist gar nichts. Das einzige Gute am 1-0 ist, man gewinnt, wenn die Zeit vorbei ist. Aber es bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie, ja, davon ausgehen kann, man gewinnt das Spiel, egal wie schlecht der Gegner ist. Egal wie oft er jetzt aufs Tor geschossen hat. Das ist das Problem. Jetzt schießt er mal. Und es war klar, oder? Es war so arschklar. Er schießt einmal aufs Tor und macht die Scheiße rein. Aber es war auch das erste Mal, dass er ganz gutes durchkombiniert hat. Egal. Dann weiter. Wieder von vorne. Das ist natürlich nicht verdient, dass er jetzt sich hier ausgleicht, aber es war irgendwie FIFA 18 klar. Och nee. Das war jetzt ein richtig geiler Fehlpass. Den Ball hatten wir schon. Den Ball hatten wir schon. Oh, natürlich muss es Alu sein. Und dann ist falsche Eck. Scheiße. Hätte lieber die Flanke genommen. Oh, das war nicht der richtige, aber der Rossi bekommt den Ball zum Glück direkt wieder. Schwacher Schuss. Das war ein geiler Schuss von Icardi und ich würde sagen, jetzt in der 89. Es ist verdient, absolut verdient, dass ich hier gewinne oder führe. Aber ich denke, das ist jetzt auch der Deckel, weil jetzt schafft das nicht mehr auszugleichen im Normalfall. Icardi. Ich weiß nicht, warum ich an ihm gezweifelt habe am Anfang. Er ist einfach genau wieder dieses Monster, vielleicht sogar noch monstriger, monströser als der nicht in Form.
Mit beiden Füßen knallt er die Dinge rein, also das ist unglaublich. Und er hat halt jetzt auch den besseren Distanzschuss, was auch geil ist. Yes, absolut verdient. Und es waren 4-2-3-1. Als Gegner in Rotten haben wir es geschafft, hier verdient zu gewinnen. Nice. Tore 1, Sharabi, 1 Icardi, Vorlagen, Brozovic. Okay. Er hat wirklich nur einmal geschossen. Krass. Das war der siebte Sieg, oder? Sehr gut. Come on. Schaffen wir. Vier Siege noch. Komm schon. Ach so, ja, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge geht los. Tschüss.